Google AdWords, die Anzeigen bei Google. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INEMAG und Sie schauen websitemarketing.ch. Ich wurde angefragt, ob ich mal was zum Thema AdWords erzählen kann. Ich habe bisher immer zur Suchmaschinenoptimierung berichtet, da sehr viele Beiträge gemacht, zu AdWords noch nie, mache ich natürlich gerne und würde heute im ersten Teil dieser doch wahrscheinlich längeren Serie darauf eingehen, was überhaupt AdWords sind, wie sich die vom Organic Ranking unterscheiden. Ich habe hierzu nach Versicherung gesucht und jetzt habe ich hier im oberen Bereich, und man sieht das sehr schlecht, bis hier unten eine gelbe Fläche, die hinter diesen drei ersten Anzeigen liegt. Und da oben steht dann auch Anzeigen zu Versicherungen und hier drüben auch. Das heißt, die ersten drei hier sind Anzeigen, das sind also AdWords und hier drüben geht es mit AdWords weiter. Da unten, das hier, das sind die organischen Anzeigen, die werden mit SEO, Suchmaschinenoptimierung, nach oben gebracht. Diese Anzeigen hier, wer hier zu oberst steht, das hat einen anderen Einflussfaktor bzw. zwei. Wieso ist die Allianz Swiss hier oben und beispielsweise die Mobi hier, das ist dann die vierte Position hier drüben. Hier oben wird natürlich viel mehr geklickt, das heißt, ich profitiere hier oben mehr. Das sind zwei Faktoren. Das eine ist der Preis. Das ist der Preis pro Klick. Also wenn ich da drauf klicke, was ich dann zu bezahlen bereit bin, das funktioniert gewissermaßen nach dem Auktionsverfahren. Wer bezahlt, ist weiter oben. Der zweite Teil aber dieser Position wird bestimmt durch den Qualitätsfaktor. Also wie gut ist dann die entsprechende Landingpage hinten raus. Das ist der zweite Faktor, der genau gleich wie der Preis in diese Anzeigeposition reinspielt. Wenn ich nach einem Produkt suche, schaut das ganz ähnlich aus. Ich habe wieder drei Anzeigen, also auch hier wieder. Swisscom ganz oben hat wahrscheinlich auch am meisten bezahlt, aber sicher auch eine gute Qualität der Anzeige und Zielseite. Dann haben wir Samsung selber und Sunrise. Und dann kommen hier drüben Bilder. Bilder kann ich mit dem Google Merchant Center in diese Anzeigen einfließen lassen. Macht es natürlich spannend, weil ich sehe ein Bild und klicke da eher drauf, weil ich gerade erkenne, ob es mein Produkt ist oder nicht. Das macht bei Produkten vor allem Sinn. Geht natürlich auch nur bei Produkten. Und dann hier unten raus die nächsten, der Interdiscount und so weiter, die nächsten Anzeigen. Hier der oberste Eintrag, Samsung.com, ist der erste organische Eintrag, also keine Anzeige. Und dann das letzte Keyword vielleicht noch kurz. Auch wieder hier habe ich zum Keyword Verkaufsleiter die NBW, dann Swiss Marketing Academy und Expertier. Das sind die ersten drei Anzeigen. Dann geht es hier drüben weiter mit Foisi und so weiter und so fort. Und auch hier wird die NBW wahrscheinlich am meisten oder bei den meisten Bezahlungen dabei sein und einen guten Qualitätsfaktor haben. Heißt also schlussendlich, dass ich die Position durch den Preis im Auktionsverfahren und durch die Qualität steigern kann. Kann also sein, dass jemand einen geringeren Preis bezahlt, weil er einen höheren Qualitätsfaktor hat und trotzdem besser als der Mitbewerber positioniert ist. Um das geht es bei AdWords. Ich zahle also pro Klick und nicht wie bei der Suchmaschinenoptimierung, dem Suchmaschinenoptimierer was und eben nichts, für das ich da stehe. Das ist der große Unterschied. Ich werde weitere Serien zu dem Thema auflegen. Mich würde es interessieren, was euch interessiert, was sind eure Fragen zu dem Thema. Bitte hier in den Kommentaren platzieren. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INEMAG und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.